Old Charm Carver. Nett, nett, nett. Oder auch nicht. Ja. Was ist denn das hier? Ist das eigentlich hier die gehobene Gegend? Ich hätte jetzt vermutet, wenn der Palast in der Nähe ist, dass das halt auch eher so Aristokratie und ja, die gehobene Gesellschaft so in den Palast versammelt ist. Dahin, 38 Meter. Sollte man schaffen irgendwie, ne? So aber nicht. Tadam. 21 Meter. So, müssen wir mal gucken, wie wir da am besten reinkommen. Da oben sieht mir gut aus. Da oben ist aber auch so ein Aussichtsturm. Also ein Wachtposten eher. Wachtturm. Oh, und da ist Stromversorgung für die Wall of Light. Muss ich auf jeden Fall auch abklemmen. Und hier sind Gegner. Oh! Das ist so ein, nicht Aula, wie heißen die nochmal? Also ein Viech da von den Bloodflies halt. Da oben sind Wachposten. 20 Meter in die Richtung. Was? Okay, lief nicht so gut wie geplant, aber wann tut es das schon mal bei mir? Nestkeeper, genau. Ganz einfallsreich. Schwer zu merken. Okay. Mana, Mana. Habe ich genug anscheinend? Nice. So, genau. Das habe ich nämlich noch durch die Wand gesehen gehabt. Dort. Meins. Ein Bewunderer Dorts. Dear Alfred, I received the book A Good Find, but I must admit I have my doubts regarding the historical value of the work.
Knife of Dunwall, feeling remorse about killing the tyrant Jessamine? As I write, I'm staring at his portrait, and I suspect that Dort always knew destiny was guiding his hand, firm and unforgiving. Anyway, the book was an entertaining read, so thank you again. Keep sending me all the information you can find about this mysterious figure we both admire. Oh Gott, ich kann nicht lesen heute. Your friend Claudio. Naja. Oh. Altbekanntes Spiel. Wer mag, der pausiere hier. So. Das hätten wir erledigt. Jetzt müssten wir nur noch mal die Etage wechseln. Was passiert eigentlich, wenn ich in meiner Shadow-Form bin? Why is there a wall of light protecting the palace anyway? Who's going to attack a man like the Duke? Aha. Interesting. Ist ja eigentlich ganz angenehm hier, ne? Ich sollte halt nur dran denken. Also zum einen kostet das halt natürlich Mana, also mehr Mana, als ich normalerweise regeneriere durch den Einsatz eines Zaubers. Und ich habe vergessen, was ich noch sagen wollte. Egal! Also auf jeden Fall muss ich hier die beiden leicht verstecken, denn wenn ich das da abschalte, könnte es gut sein, dass da wieder jemand checken kommt, warum das abgeschaltet ist. Wo packe ich die hin? Wie wär's hiermit? So, hier seid ihr sicher. Achso, da oben, ja. Kann ich da nicht drauf? So. Die Schienen kann ich nicht, die stehen unter Strom. Frage ist jetzt also, wie komme ich nah genug daran? Grandpad. Oh, verdammt. Ich hab
die restlichen Bone Jumps vergessen. Naja. Naja, vielleicht hole ich sie noch auf dem Rückweg ab. Bin ich schon beträchtlich viel näher dran. Oh, da stehen zwei, sitzen zwei. Ich hätte fast gedacht, dass noch ein Schrein da drüben ist irgendwo. Aber dem scheint nicht so zu sein. Kann ich hier einfach rein? Na los, ab geht's. Wo nennt sie sich da unten gar nicht? Ist da auf einmal jemand rüberfährt? Verrückt. Hier da unten ist jemand. Der rote Arme? Maybe I can find another way to neutralize the Duke. Just like the Duke. I can't tell them apart. There are subtle differences. All right. Assuming you can pick out Duke Luca, how are we going to get his key? You leave that to me. Who knows what he's got in that vault? We'll be halfway to Gristle and rich before he's nursing the next day's hangover. Okay. Kann kein Double Takedown machen, oder? That's a good plan, the way this place is run. You sure he always keeps the key with him? I'm sure. Okay. Dann ist es so ähnlich, wie ich vermutet habe. Ich muss zuerst den Duke ausschalten, seinen Key holen und dann mich um Delilahs Geist kümmern. Verrückte Sachen mit dem Buddy-Double machen. Lila Spirit, Hidden Passage. Deine Kammern. Muss zugeben, beim Duke hätte ich wieder mal keine Probleme, ihn umzubringen. Kann ich nicht einfach die ganze Zeit hier auf dem Dach entlang gehen? Hier rein komme ich nicht. Sogar noch höher hätte ich jetzt nicht gedacht. Hier ist aber alles zu. So, die Runen will ich wieder ganz gerne mitnehmen. Da ist ein Bone Charm. Da und da sind Runen. Hier kann ich wohl gerade sagen, hier komme ich nicht mehr hoch. Doch, komm ich. Verrückt. Hilft mir das? Glaube schon. Ich glaube, das hier ist das Vordach zu seiner Kammer. Nicht Apartment. Das wiederum hilft mir, glaube ich, nicht.
Ein Schlafpfeil. Ein Schlüssel oder so? Nee. Okay. Ah da, 8 Meter unter mir. Was ist das? Das ist Delilah Spirit, also Geist vermutlich. Achso, blockt. Wow. Gibt's auch nicht. Ich komme hier nicht rein. Ist das gemein. Mit ist dann hier. Meine Breakable. Ach nee, er ist blockiert. Geht das vermutlich sowieso gar nicht. Was ist das da oben überhaupt? Aus wie ein Safe, aber so hoch angebracht. Das sind Zivilisten. Versuche ich es nochmal auf dem Dach da oben, ne? Hier ist kein Safe. Oh. Halt, nicht runterfallen. Na, was haben wir denn hier? Das sieht ja auch nicht uninteressant aus. Hier scheint jemand zu malen. Obwohl, das sind wahrscheinlich eher Arbeiter, die eine Pause gemacht haben hier oben. Das gönnen sie mir nicht. Hier mal. Oh, da ist jemand. Sieht das scheiße aus. Die Tür ist auch blockiert. Sein Buddy-Double ist hier. Ja. Hm. Gehört, wie er sich eine Zigarette angesteckt hat.
Das wird bestimmt ein Happy End für dich. Die Lila ist eine ganz, ganz gute. So, ich muss irgendwas machen hier. Hier komme ich nicht rein. Frage ist, ob ich diese Hidden Passage da mal aufsuche unten. Was ist das denn hier eigentlich? Nichts. Wow. Diese Hidden... Ne, die ist nicht hier drin. Draußen. At least he knew better than to serve Tivian with hagfish. Joke if you want to. Our new Duke spends more in 1 month than his father spent in a year. Old Theodanus Abel was tight with the coin. Why worry? When the war is done, we'll have it back tenfold in tribute. This is the Circonian age, my friend. The age of Luca Abelli. Enjoy it. The old Duke. The old Duke. Was wise. Yes, the old Duke was careful, but the new Duke dragged the Empress off the throne and gave us the Isles. So tell me, who's the better man? Maybe the wind or something. So. Jetzt beginnt's. It's just been one gala after another, and the season's just getting started. I pay good money to make sure things like this don't happen. Hoffe nicht. Dauert alles viel zu lange. Oh Mann. Hier sind deutend zu viele Stimmen um mich herum, als dass ich mich hier mal so wirklich entspannen kann. Vor allen Dingen sind die Flure auch so lang hier, oder die Räume, dass ich mir nicht sicher sein kann, ob ich von irgendwo hinten noch weiter gesehen werde. Gesellt euch mal zueinander. Okay. Überall Shishas hier. Okay. Also, ich bin jetzt direkt unter seiner Kammer. Und direkt über dieser Passage. Was mache ich? Versuche ich, in seine Kammer irgendwie einzudringen? Oder gehe ich durch diese Passage? Außerdem, wo soll die Passage mich überhaupt hinführen, wenn die da ganz unten ist? Doch wohl kaum bis da nach ganz oben. Sich.
Enemy, raus bist du. Boah, den schleppe ich jetzt aber nicht den ganzen Weg wieder zurück. Habe ich dich gelootet? Ja, mache ich automatisch, ne? Okay. Hätten wir das auch erledigt. Oh. Kirin. Eins deiner Kinder. Sehen aber noch nicht. Oh boy. Mein Drang zu speichern ist überwältigend groß. Hi. Mich, wenn ich hier lang gehe, bestimmt, ne? Kann ich besser nicht machen. Takes credit for my paintings and laughs with his friends at how bad mine are. Dönt er da rum? Nein, nein! Moment. Hä, das ist doch sein Buddy-Double, oder nicht? Gerade völlig blöd? War die Double. Amberwood Egg. Meins. Ich muss ihn jetzt nicht wirklich umbringen, oder? Ich wollte aufstehen und habe Steuerung gedrückt. Oh, ich könnte mich ohrfeigen. Is over, Decoy. Keine halben Sachen jetzt. So. Hab ich gerade eine Stimme gehört? Nee, ne? Spirit.